So, ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, wie man sich beim Vokabeltrainer einloggt, und wie man eine Lektion importiert. Also erst einmal hier oben mein Pons. Wenn ihr noch nicht registriert seid, macht ihr das natürlich hier unten. Das ist der übliche Schmu von wegen E-Mail-Adresse, Passwort. Wenn ihr da Probleme habt, fragt Mama und Papa. Ich bin mir sicher, dafür rücken die ihre E-Mail-Adresse raus. So, ich bin die Sekundarschule Netphen. Ich habe ein Passwort. Wir kriegen hier natürlich kein Geld für. Wir sind nicht mit denen irgendwie verbandelt. Wir wollen keine Werbung machen. Das ist nur eine Möglichkeit für euch, ein bisschen Vokabeln zu lernen. So, hier oben ist der Vokabeltrainer. Da müssen wir mal drauf. Dann habt ihr hier diese Standardlektionen. Die sind aber relativ Banane. Wir wollen eine neue Lektion anlegen, allerdings aus einer eigenen Datei. Klar, ihr könnt auch selber tippen, wenn ihr Bock drauf habt, aber im Großen und Ganzen habe ich das vorbereitet, zumindest für die 6er und 7er. So, jetzt hier durchsuchen. Ich suche eine Datei, und zwar habe ich die unter Dokumente in Vokabellisten. Und dann, jetzt nehmen wir mal von der Unit 5 vom Lighthouse 2, also für die 6er. Öffnen. Kleinigkeit, auf die ihr achten solltet, habe ich neulich gemerkt. Hier das erste, dieses Deutsch-Englisch, das wegmachen. Dann Zusatzangabe zur Vokabel, das stimmt nicht. Stattdessen ist das hier die Übersetzung. Also einmal umklicken. Es kann sein, dass da mehrere Spalten sind. Wenn ich mehr angelegt habe, dann müsst ihr gucken, also was ist die ursprüngliche Vokabel, hier das Deutsche, dann muss hier eingestellt werden, dass das die Übersetzung ist. Dem Ganzen geben wir jetzt noch einen Titel, nämlich in diesem Fall Lighthouse Band 2 Unit 5 und die schimpft sich Dartmoor Adventures. So. Damit können wir jetzt weiter fortfahren, neue Lektion aus eigener Datei anlegen. Dauert einen Moment und dann ist sie jetzt hier. Okay, jetzt habe ich diese Lektion hier, 117 Vokabeln, ganz schöner Haufen. Was kann ich alles damit machen? Das zeige ich euch im nächsten Video.